Ja, hallo Leute, ich bin es wieder, euer Charlie, und ich begrüße euch zu einem neuen Pilzefilm. Und zwar der erste Pilzefilm des Jahres 2015. Ja, wir haben jetzt den 20. August und ich bin gerade mit dem Roller gefahren und ich habe so an Seitenrändern schon Pilze wachsen sehen und ich denke, dass es welche geben wird. Ne? Also, wünscht uns mal Trüff Trüff. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit diesem Film. Natürlich ist auch wieder der kleine Trüffelhund dabei. Der geht jetzt vor mir weg und er schnüffelt schon mal die ersten. Muss auch gar nicht weit gehen, da sehe ich hier schon die ersten wachsen. Ich kenne die allerdings nicht. Wenn ich die rausnehme, gleich mal das Substrat. Gucken, ob ich die näher zeige. So, jetzt geht's mal hier diesen kleinen Pfad hoch in diese hohen Tannen. Da haben wir sonst immer Hexenröhrlinge und sowas gefunden. Mal gucken, ob was zu finden gibt. Kommst du mit, Flo? Wie ich in den vergangenen Filmen schon erwähnt habe, ist das Auftauchen des klebrigen Hörnchens immer ein Indikator dafür, dass es Pilze gibt. Und ich brauche gar nicht weit zu gehen. Da finde ich hier schon einen Perlpilz. Oh, der ist aber schon sehr zerfressen. Genau. Voller Maden. Und hier steht der erste Schwammpilz. Hoppalalalala. Da geht er ab. Ja. Eine Ziegenlippe, würde ich sagen. Mitnehmen. Ja, hier ist noch ein Perlpilz. Oh ja, der fühlt sich fester an. Ja, den nehmen wir mit. Ein einsamer Perlpilz. Ja, dieser Flocki hat es hinter sich. Die Schnecken haben ihn schon sehr reichlich zerlegert. Ja, ich werde ihn trotzdem umlegen, damit er aussporen kann. Schade, schade. Kam zu spät. Ja, das hier sind keine Pfifferlinge. Das sind kleine Semmelstoppelpilze. Auch ein hervorragender Speisepilz. Ja, noch so jung. Die werde ich auch ernten und mitnehmen. Komm. Ja, gehen wir mal hier in diesen Wald. Das war immer sehr gut mit Pfifferlingen hier. Vielleicht sind sie schon da. Ja, da haben wir schon einen. Schöne Pfifferlinge. Ja, auch hier ein schöner Pfifferling. Noch einer. Ja, hier krabbelt eine gelbe Lohblüte über den Waldboden. So, ziemlich früh im Jahr, meine ich. Ein Fichtenblutreizger. Ja, Flo, Trüffelhund. Hier steht ein ganz kleiner Hexenring mit Schwefelköpfen und daneben gibt es sogar Pfifferlinge. Ja. Ja, dass die Pilzsaison losgeht, das sieht man daran, dass überall Pilze aus dem Boden sprießen. Wenn ich sie auch nicht alle kenne. Das muss ich aber auch nicht als Speisepilz sammeln, sondern quasi nur die, die ich kenne. Das reicht vollkommen aus.
Ja, und hier stehen auch ein paar graue Wulstlinge. Ja, ich nehme die mal so raus, weil den Pilzen ist das wirklich egal, ob man sie abschneidet und wie man sie erntet. Ja, das ist ein safrangelber Scheibenstreifling, ein sehr guter Speisepilz. Aber dieser hier ist schon ein bisschen und leicht überständig, den lassen wir stehen. Ja, hier haben wir einen Scheidenstreifling in Mitnahmegröße. Ich hole ihn mal raus, vorsichtig. Die Scheide ist noch im Boden. Aber das ist er, das ist ein safrangelber Scheidenstreifling zum Mitnehmen. Oh, hier stehen ganz viele Scheidenstreiflinge. Einige überaltert, aber auch einige, die man noch mitnehmen kann. Den zum Beispiel. Hier haben wir nochmal einen Pfifferling. Ja, hallo Flöchen. Hä? Wie ein Schmutzfuß. Ja, diese wunderschöne Gruppe Perlpilze wollte ich euch nicht vorenthalten. Wirklich eine wunderschöne Gruppe. Ja, und noch eine Ziegenlippe. Ja, wollen wir es beschließen, Hündchen? Hm? So warm, ne? Wollen wir nach Hause gehen? Ja, das ist das Endergebnis, ne? Also für eine kleine Beilage reicht das ohne weiteres. Und für die kurze Prospektion war schon sehr erfolgreich für meine erste. Ja, dann wünsche ich viel Vergnügen mit diesem Film. Und es werden noch weitere Folgen über Pilze sammeln. Ja, dann sage ich mal trüff, trüff, bis zum nächsten Mal. Euer Charlie.